Oberösterreich verursacht der Straßenverkehr durch Unfälle und Umweltschäden jährlich Kosten von mindestens 1 Milliarde Euro. Alle 10 Minuten passiert ein Verkehrsunfall. Im Jahr 2007 sind 147 Personen auf Oberösterreichs Straßen bei Unfällen ums Leben gekommen. 11.327 Personen wurden bei Verkehrsunfällen verletzt. Oberösterreichs Pendlerinnen und Pendler geben durchschnittlich 157 Euro pro Monat aus, um mit dem eigenen Pkw zur Arbeit zu kommen. Nach Umfragen der Arbeiterkammer wären mindestens 30% bereit, auf öffentlichen Verkehr umzusteigen, wenn attraktive Verkehrsverbindungen angeboten werden. Kann eine Familie durch guten öffentlichen Verkehr auf ein Zweitauto verzichten, so wird das Haushaltsbudget um 300 Euro monatlich entlastet. Mein Ziel ist ganz klar, ich will einen Stundentakt auf allen Regionalbahnen. Das heißt von 5 Uhr in der Früh bis 11:30 am Abend. 365 Tage im Jahr, das ist ein echtes Angebot. Wir wollen 30.000 Autofahrten pro Tag weniger im Zentralraum. Das ist eine Autokolonne von 120 Kilometern Länge, die unsere Straßen nicht verstopfen. Beispiel Salzburger Lokalbahnen. Zahl der täglichen Verbindungen 96. Erster Zug 5 Uhr, letzter Zug 23.30 Uhr. Halbstundentakt an allen Tagen, zu Stoßzeiten Viertelstundentakt. Steigerung der Zahl der täglichen Fahrgäste von 4.000 im Jahr 1992 auf 12.500 im Jahr 2007. Gesamtzahl der Fahrgäste 2007 4,7 Millionen. Am 27. September die Verkehrswende für Oberösterreich wählen. Gerade jetzt.